Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, mit eurem Missaura Jumper, es geht weiter und wir haben im letzten Part den Eispfeil bekommen. Da steht MP2, was bedeutet MP2? Mana-Punkte 2 oder wie? Verbrauchen die immer? Es fällt mir jetzt erst auf, dass es da unten steht. Kein Plan. Gut. Ja, ich denke schon, dass es wahrscheinlich so gemeint ist. Okay, gut. Wir machen weiter. Also, der Kampf war jetzt nicht so übertrieben episch. Ich hätte es gerne so gehabt, dass es irgendwas mit dem Goron zu tun gehabt hätte. Oder mit vielleicht irgendwelchen anderen Gegenständen hätte man bestimmt was Cooles machen können. Vielleicht mit der Deko-Schale oder Deko-Nuss oder wie sie heißt. Bestimmt. Weil die werden ja dann geblendet oder so. Und das ist ja quasi dann auch das Auge. Mit dem Fanghaken sollten wir, glaube ich, nicht diese Ratte abschießen. Weil sobald ich weiß, kommt sie dann zu uns. Also sie wird zu uns gebracht. Ja, genau. Das wollte ich nur demonstrieren, deswegen habe ich es gerade getan, ihr wisst. So. Jetzt kommen wir dazu, dass da stand, mit dem Eispfeil können wir tatsächlich Gegner einfrieren, wenn ich ihn getroffen hätte. Er hat sich so ekelhaft bewegt. Ich finde, das Eis sieht ganz cool aus. Und wie der auch, also wie es animiert worden ist. Ah, ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön? Ja. Oh Mann, ich blühe richtig auf, Leute. Lass mich kurz schauen. Oh nein, die scheiß Muschel, die kommt direkt zu uns und will uns schon angreifen. Alter, chill mal. Ich glaube, da mussten wir rein. Und es kann sogar sein... Okay, das war nicht an der Stelle. Gott sei Dank. So, da wir jetzt alles... Oh nein, oh, ich muss hier in der Mitte. Komm her. Ah, ich hasse das. Ja, es sieht irgendwie aus, als ob wir tanzen würden oder so, aber das will ich jetzt gerade nicht. Ah, dann mache ich es halt eben so... Verdammt, im falschen Moment abgedrückt. Ah, ich verstehe. Ich weiß, wann man abdrücken muss. Ey, das war so knapp. Das ist so, als ob ein Cowboy nur auf die Füße zielen würde. Jawohl! Nein, ich kann die hier nicht anziehen. Habe ich ganz vergessen. Wir können die nur anziehen, wenn wir sie vorher tragen und unter Wasser sind. Ah. Das ist auch so eine ekelhafte Fee, ne? Ah, geht doch. Eine verirrte Fee. Dies ist Nummer 7. So. Jetzt ist es aber Zeit für uns, nach oben zu gehen. Wobei, nein, 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 noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Halt, Moment. Wenn wir schon mal dabei sind. War das jetzt der Weg, der Durchgang am Anfang? Nee, nicht der. Der? Nee, das war der noch nicht. Das war der andere. Weil, das können wir uns nämlich sparen. So bekommen wir nämlich vorher noch etwas. Und das viel früher. Dann müssen wir das nicht andauernd umswitchen. Ja, wie die Nintendo Switch. Ihr habt den Vergleich erkannt. Alter, wie lange brauchen die? Ja. Alter. Jetzt habt ihr es aber, ne? So. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Danach gehen wir noch in den anderen Raum etc. Wobei, Moment. Lass mich mal überlegen. Wohin kommen wir hier nochmal?
Ich meine, in der einen Truhe haben wir jetzt die Karte. Ja. Wir können auch das hier. Mega geil, oder? Seid mal ehrlich. Richtig geil. Ich habe das so gefeiert. Frag mich nicht, warum wir die Karte jetzt erst hier bekommen, aber okay. Wahrscheinlich, weil man wirklich mit dem Zora irgendwie da hoch muss oder sollte oder was auch immer. Da kann man auch irgendwie hoch. Aber ich glaube nicht von dort aus. Da kommt man anders hin. Stimmt, da lohnt es sich eigentlich noch gar nicht hinzugehen. Weil wir müssen das andere noch aktivieren. Nee, Moment. Wir müssen da hin. Moment. Apropos, hier war ja eine Fee, also glaube ich, drin. Ja, ich hatte recht. Eine verirrte Fee, dies ist Nummer 8. Alter, ich konnte das Schwert die ganze Zeit nicht wegstecken. Ja, bei der Fee hat er auf jeden Fall einen Stängel bekommen, ne? Ja, nach einer Zeit schmilzt das natürlich. Was auch ganz cool ist. Ich mag den Dungeon auch von den Farben her und so. Ah nein, was habe ich getan? Egal, dann können wir kurz die Dinger hier kaputt machen. Weil den brauchen wir, den Typen. Und ich mache den einfach kaputt. Ich glaube, hier war keine Fee. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Aber diese Typen, ne, die können so nerven. Vor allem, der ist so schnell wiedergespawnt, ne? Also wiedergekehrt, meine ich. Wiedergespawnt, wie auch immer. Na, komm her. Bam. Weil durch ihn können wir nämlich da hoch. Das ist auch der einzige dieser Art, glaube ich, in diesem Dungeon. Im Übrigen, das war dumm. Ich hätte in die andere Richtung, ja, ziehen müssen quasi. Ah, so ein Dreck. Weil dann hätte uns die Ratte, glaube ich, nichts anhaben können, weil die explodiert dann einfach. Wir sind dann durch diesen Videoclip oder was auch immer, durch diese Animation sind wir dann geschützt. Gut, dann habe ich das schon mal aktiviert. Dann war das doch gar nicht so dämlich. Aber jetzt frage ich mich echt, wie kam man da nochmal hin? Da kommt man später irgendwo raus, das weiß ich noch. Vielleicht sogar dort, wenn wir jetzt dahin... Ja doch, das könnte sein. Bam, einfach mal alle weggenatzt. Ah, verdammt. Nee, nee, nee. Am Anfang so viel angegeben und jetzt... Ja, verkackt. So, wir gehen nämlich jetzt schon mal hier hin. Was ich auch ganz cool finde. Selbst der Boss ist ein bisschen kreativer gestaltet worden. Finde ich richtig geil. Boah, ohne Witz, ne? Ich mochte ja die Eispfeile schon in Ocarina of Time, aber da waren sie so optional. Die waren eigentlich gar nicht wichtig. Und hier? Ja. Einfach geil. Vor allem, welch Ironie. Wir müssen eine Tür, die eingefroren ist, erstmal auftauen. Okay. Jetzt kommt ein Kampf... Der ist ganz witzig. Ja, geil. Direkt mit dem Eispfeil getroffen. Richtig gut Damage gemacht. So,
Hier müssen wir aufpassen. Ich zeige euch, was passiert, wenn er uns trifft. Der gibt uns ordentlich. Das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben. Weil ihr seht ja quasi, wo er hinfällt. Und weil das halt so ein Schleimzeug ist, müsst ihr warten und dann mit dem Eispfeil drauf schießen, dass er von der Decke herabfällt. Und dann müsst ihr euch beeilen. Ah, Dreck. Jawohl. Müsst ihr euch auch beeilen, wenn ihr ihn seht, wenn er auf den Boden fällt. Weil sonst werdet ihr davon erfasst. Aber ich glaube, ihr habt das schon geschnallt, was ich meine. Ich bin jetzt so ein bisschen durch den Kontext geflogen, beziehungsweise habe ich mich geredet. Aber das ist schon okay. Damals fand ich den sogar schwer. Ich weiß nicht warum. Jetzt geht er eigentlich. Ich glaube, er erhöht sogar seinen Radius. Habt ihr das gemerkt? Man muss ihn aber auch treffen, wenn er genau oben ist, weil sonst kann man das, glaube ich, gar nicht treffen. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn man die normalen Bläschen trifft, ob man dann da drin gefangen ist. Ich glaube schon. Nein, nein, nein. Holy shit. Okay, machen wir das mal aus der Ego-Perspektive. Bam, jetzt komm her, Kollege. Scheiße, ich habe nicht getroffen. Yes. Lol, wie viele Eispfeile hält der aus? Ach ja, der Frosch. Oh, erinnere mich nicht an diese Mission. Oh, so ekelhaft. Oh, so ekelhaft. So dumm. Da habe ich absolut keinen Bock drauf, ne? Aber das muss irgendwann sein. Theoretisch könnte ich ihn porten. Und dann hätten wir das hinter uns. Nee, scheiß drauf. Ich mache das in einem Part, wo man dann alle sieht und... Ich glaube, das ist auch ein bisschen besser für die, die das irgendwie 100% durchspielen wollen und sich das irgendwie in einem Video reinziehen wollen oder so. Gut. Ja, du hast den Masterschlüssel gefunden. Ist das nicht schön? Jetzt denkt ihr so, der Dungeon ist schon jetzt so gut wie vorbei? Nein, da muss ich euch enttäuschen. Das habe ich damals auch gedacht. Hier kommen noch so die ein oder anderen Stellen, weil guckt mal. Wir haben gerade mal 8 von 15 Feen. Ja, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ich muss selber nochmal gucken. Jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten, wo wir hin können. Sonst waren wir quasi an den wichtigsten Stellen, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, da kam man nicht so hoch. Okay, man kann nur hier hoch. Ja, haben sie mit Absicht gemacht, damit das ein bisschen interessanter ist wahrscheinlich. Ja, immer der mit seinem Körper an der Stelle. War das hier? Nee, das war noch nicht hier. Okay, auf ein neues. Aber ich muss sagen, dieses Plattforming-Gedöns, was sie hier veranstalten, finde ich ganz nett. Oha, oha, das war knapp. So, denn wir haben ja den Eispfeil. Oder die Eispfeile. Oh nein, muss ich erst das aktiviert haben? Ah, nee. Die Pfeile zeigen in die Richtung. Okay. Daran kann man sich auch orientieren. Falls man orientierungslos ist. Kann sein, dass wir da jetzt schon hin mussten. Kann aber auch sein, dass wir doch erst in den anderen Raum mussten. So gut weiß ich es leider nicht mehr. Doch, das sieht gut aus. Oh nein. Hier gibt es eine richtig asoziale Fee. Alter, richtig asozial. So richtig, richtig asozial. Und zwar da oben. So,
Hier kommt ihr so nicht hoch. So kommt ihr nicht hoch. Das geht gar nicht. Also ihr könnt euch vielleicht da hochziehen. Oha, geil. Geil. Ich wusste nicht, ob es klappen würde oder nicht, aber es hat geklappt. Merkt euch diesen Trick. Geht viel einfacher. Wisst ihr, was ich sonst immer gemacht habe? Es gibt nämlich noch eine andere Stelle. Ich glaube, das war hier. Genau. Die ist nämlich da drüber. Und das heißt, man muss quasi ins Wasser mit den Eispfeilen schießen und sich so positionieren, dass man irgendwie hochkommt. Richtig ekelhaft. Und wenn ihr immer ins Wasser fallt, unten sind dann diese scheiß Skelettfische, die euch die ganze Zeit angreifen und auf den Sack gehen. Geil. Ach, so schwierige Dinge schaffe ich dann wiederum, ne? Eine verirrte Fee, dies ist Nummer 9. Es kann sogar sein, dass ich hier noch jemanden besiegen musste in dem Raum. Gute Frage, nächste Frage. Ja, komm. Ich glaube, das ist der zweite, den es hier gibt in dem Spiel, der so ein großer Skelettfisch ist. Ja, er wollte es halt nicht anders, ne? Und dann hat er es bekommen. Es kann sein, dass hier unten noch irgendwo eine Fee war. Ich glaube sogar, das war der Fall. Oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das war nur die eine. Die eine oder keine, für keine andere Fee. Springe ich jeweils in den See, für keine andere Fee. Ja, ihr wisst. Mir ist nichts mehr eingefallen. Und wenn, dann hätte ich mich blamiert. Deswegen habe ich es gelassen. Tja, Freestyle liegt dir nicht so, Mr. Horrorjumper. Ja, ich weiß. Oh, ich liebe diese Moves, ne? Wenn er so springt, dieses Detaillierte. Es ist so geil. Oh. Oh, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich damals gefreut habe, wo ich es zu Weihnachten bekam, dieses Spiel, ne? Oh. Wo ich das Spiel durch hatte. Wisst ihr, was das erste war, was ich gemacht habe? Ich habe mitten in der Nacht, es war wirklich irgendwie 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts, bin ich zu meinem Bruder rüber und habe ihn geweckt. Ich habe ihn geweckt und habe ihm gesagt, ich habe das Spiel durch. Er soll schnell rüberkommen, sich das reinziehen. Das waren noch Zeiten, Leute. Vor allem, man konnte das nicht mit dem Handy aufnehmen. Ja. Und dann im Nachhinein zeigen. Ich musste mich beeilen. Weil die Credits, da hatte ich einen Teil davon schon verpasst. Yes. Geil. So, das heißt, wir können jetzt in den Raum zurückgehen. Wir haben hier alles erledigt. Ich mag den Raum irgendwie. Er erinnert auch so ein bisschen an Super Mario 64. Ich kann mir sogar durchaus vorstellen, dass sie sich hier so ein bisschen Anregung geholt haben. Kennt ihr dieses eine Level, wo dieses U-Boot von Bowser ist? Ja, ne? Ja. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Hier oben dachte ich immer, da würde so ein Krug sein und da wäre eine Fee drin. Hätten sie auch geil platzieren können, dass du da wirklich tatsächlich drauf schießen musst. Und dann geht es kaputt halt, ne? Und dann muss man die Feenmaske benutzen. Aber da sie es, glaube ich, so machen wollten, dass man das auch ohne schaffen kann, dass man nicht unbedingt die Feenmaske braucht, ja, so habe ich das Gefühl, dass sie es deswegen da nicht platziert haben. Wäre aber eine coole Stelle gewesen. So. Wir haben jetzt den einen Wasserstrahl aktiviert, und zwar den hier. Ich muss nur gucken, dass wir das auf die Reihe kriegen, weil... Haha, man muss das nämlich von hier machen. Wenn man das nämlich nicht von hier macht, kommt man da auch nicht drauf. Ach, come on. Ist das dein Ernst? Diese Millisekunde. Das Ding ist, ich kann das jetzt nicht anders aktivieren. Wisst ihr auch warum? Weil diese Dinger, ne? Die gehen ja hoch und runter. Und wenn das Rad sich nicht dreht, das Wasserrad, dann, ja, geht's nicht weiter.
Jetzt kommen wieder die Gegner. Oh, ich finde das so episch, wie wir da immer drauf landen, ne? Mit so einem Salto. Ich wollte schon sagen, wenn es jetzt nicht hinhaut, ne, dann raste ich aus. Diese Wasserraddinger hätten sie auch vielleicht so machen können, dass das immer nur der Zora aktivieren könnte, weil er halt was größer ist. Oder vielleicht der Goron, aber... Ja, der Zora halt. Dann hätten sie die auch vielleicht im Wasser platzieren sollen. Aber das ist dann natürlich blöd, weil da kommt man dann schnell dran. Hm. Ja, okay, ein so ein Ding ist ja platziert worden im Wasser da unten. Da wir jetzt schon alle anderen Richtungen manipuliert haben, müssen wir Gott sei Dank nicht mehr in die vorherige Richtung. Das heißt, wir können mit ruhigem Gewissen erstmal das andere machen. Also glaube ich zumindest. Und das hat halt viele immer sehr verwirrt. Dabei kann man das quasi in der Reihenfolge machen. Es ist gar nicht so schwer. Wisst ihr, wie ich das meine? Es ist natürlich Backtracking, ne? Keine Frage. Und das ist... Es ist halt eigentlich auch so typisch... Ja, so ein typisches Dungeon-Design, sag ich jetzt mal so. Oh, come on. Ja, das passiert sogar heutzutage noch mir. Normalerweise würde ich immer warten... weil ich keine Lust habe zu warten. Zumindest wenn ich jetzt gerade aufnehme, weil ich weiß, dass die Zeit dabei drauf geht, ist das natürlich ein bisschen doof. Aber Mr. Horrorjumper, wenn du gewartet hättest, dann hätte das jetzt nicht so lange gedauert, weil du hättest das dann auch direkt geschafft. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber habt ihr gesehen? Ich hätte es nicht direkt geschafft. Ihr kennt doch den Spruch. Alle guten Dinge sind drei. Apropos, ich habe ein Nebenprojekt geplant. Aber was ist mit Onimusha? Ja, das könnte ein schnelles Projekt werden. Es sollte nicht allzu viele Parts haben. Es ist aber ein sehr schweres Spiel. Und es ist auf dem Super Nintendo. Ob ich es schaffen werde oder nicht, kann ich euch nicht versprechen. Ich werde wahrscheinlich nach einer Zeit besser drin werden in dem Spiel, definitiv. Aber lasst euch überraschen. Ich habe schon mit Falke drüber gesprochen, weil er kennt das Spiel halt auch und wir haben darüber geredet. Und das ist eigentlich ganz nett. Vor allem, dann kommt auch mal was Neues wieder auf dem Kanal. Weil es müssen ja jetzt nicht andauernd Replays kommen. Wobei ich sagen muss, Alundra und so, das kommt definitiv alles noch. Leute, seitdem ich jetzt wieder einen neuen PC habe, beste Aufnahmemöglichkeiten, alles drum und dran, kann's nur noch geil werden. Oh, ich dachte echt, da wäre eine Fee. Ich meine, da gab's irgend so eine Stelle, die war richtig asozial, lol. Stimmt, den Raum gab's ja auch noch. Stimmt. Den fand ich damals ein bisschen kompliziert. Mal gucken, ob das jetzt immer noch so der Fall sein wird. Okay, ich glaube, wenn wir hier anfangen, nach oben zu gehen, sollte das der beste Schritt sein. Hier muss man ein bisschen mit den Eispfeilen und Feuerpfeilen jetzt gleich abwechselnd spielen. Und das finde ich auch eine sehr geniale Lösung und beziehungsweise eine Vorgehensweise in einem Dungeon. Oh, ich weiß echt nicht, ob da unten in den Krügen jetzt... Da hinten noch. Ich will es ausprobieren. Das lässt mir sonst keine Ruhe. Ja, okay, Gott sei Dank. Weil ich traue dem Dungeon nicht. Also, sage ich euch schon im Vornherein. Ich traue ihm nicht. Lol. Der Dungeon ist so lang. Krasser Scheiß. Nein, ich hätte hochkommen können.
Hier gibt es auch ein paar schwierige Stellen, wie man ein paar Truhen oder so bekommt. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Deswegen ist es je nachdem wichtig, dass diese Plattform ziemlich weit oben ist. Und dann müsst ihr das Wasser einfrieren. Ich hoffe, das war okay von der Höhe. Okay, ja, es ist auf jeden Fall in Ordnung von der Höhe. Oh, wir sind nicht runtergefallen, Gott sei Dank. Apropos Höhe. Das hier ist schon fast perfekt platziert. Wir könnten vielleicht sogar rüberkommen. Es gibt aber noch einen anderen Trick. Gucken wir gleich mal. So, von hier aus. Komm. Lass mich nicht in den Stich. Dann halt so. Ach, Alter. Dieses Präzise ist einfach so blöd mit dem Stick, ne? Eine verirrte Fee, dies ist Nummer 10. So. Dann gibt es aber noch eine, und zwar da hinten. Wir müssen halt quasi hier rüber. Aber wir müssen auf diesem Podest sein. Weil durch das Podest können wir zur Truhe kommen. Das heißt, je nachdem, ihr seht es ja, die bewegt sich hier von links nach rechts. Und oben ist der Schalter. Und wenn ihr dann perfekt drückt, so wie ich, also das abschießt, drücken, ja, kann man schon fast sagen, kann man nämlich auch hier rein. Und glaubt mir, wenn man da nicht drauf achtet, findet man diese Truhe nicht. Eine verirrte Fee, dies ist Nummer 11. Natürlich wird sie auf der Karte angezeigt, keine Frage, aber man denkt, so kommt man vielleicht von der anderen Seite dahin. Muss man irgendwas anderes drücken oder was auch immer. Lol, was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach weggeschleudert worden. Oh nein, 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 geh weg, geh weg! Boah, ich sag's euch, ne? Nein, verdammt. Wenn ich den Dungeon hinter mir habe, oh, danach erstmal chillen. Einfach nur chillen. Ist wieder so eine krasse Aufnahmesession. Der vierte Part in Folge. Aber das tut man nicht alles für euch, ne? Ich merke auch, ich werde wieder lockerer beim Reden. Bei dem Let's Playen. Und auch ein bisschen selbstsicherer. Finde ich ziemlich gut. Weil das habe ich selber an mir auch irgendwie vermisst. Aber man muss sich das ja wirklich mal vorstellen, wenn man die ganze Zeit echt nur streamt. Deswegen finde ich Streamen irgendwie einfacher. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie einfacher. Das hat irgendwie nichts mit Arbeit zu tun. Okay, das hier ist eigentlich auch keine richtige Arbeit. Ihr wisst, was ich meine, aber ja. Ja, hier hat man zwei Möglichkeiten, irgendwie hinzukommen. Es kann sogar sein, dass man sich da in die Ecke stellen kann und dann trotzdem noch da hinten hinkommen kann, könnte, wie auch immer. Aber naja. Oha, wir haben schon gleich den dritten Tag. Geil. Da sieht man mal, wie lange man für den Dungeon braucht. Und jetzt überlegt mal. Ich habe trotzdem die Zeit verlangsamt. Ja, okay, ich habe natürlich die Tage nicht zurückgespult, wo ich das mit den Zora-Eiern und so gemacht habe, aber okay. Hier, das ist auch ganz cool. Mit der Wippe. Hier gibt es auch eine asoziale Fee. Richtig asozial, ich sag's euch. Richtig, richtig asozial. Boah, im letzten Dungeon sind, glaube ich, die ekelhaftesten Feen. Aber die sollten wir auch hinkriegen. Geil! Eine verirrte Fee. Dies ist Nummer 12. Nur noch... Ah, toll. Nur noch 3 Stück. So, den Zora brauchen wir an der Stelle erstmal nicht mehr. Wir brauchen stattdessen... Nein, das war der falsche. Wir brauchen den hier. Und zwar deswegen.
Oh nein, ich hätte mich draufstellen müssen, ne? Ich glaube, so kommt man da gar nicht hoch. Wobei? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Nach des zweiten Tages ist verbleiben 36 Stunden. Ja, man könnte es schaffen, aber jetzt mal im Ernst. Das müssen wir jetzt nicht provozieren. Scheiß drauf. Moment. Es könnte sein, dass hier eine Fee war. Weil allzu viele fehlen mir nicht. Ich weiß, oben da, wo ich jetzt gleich hingehe, ist noch eine. Dann in dem einen Raum und noch eine. Das heißt drei. Okay, dann, ja. Dann hat sich das erübrigt. Ich hätte es gar nicht kaputt machen müssen. Gucken wir mal. Wenn ich das jetzt mache, dann komme ich da hoch und dann... Ja, okay. Überall sind diese Ratten. Die werden des Öfteren jetzt auch hier in diesem Spiel verwendet, ne? Gab es die eigentlich in Ocarina of Time? Ich glaube nicht, ne? Boah, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Lass mich mal kurz hier den Überblick irgendwie bekommen. Da ist der richtige Weg. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Okay, wir müssen da hoch. Ich habe die Lage gecheckt, Leute. Okay, da gibt es nicht so ein Ding. Das heißt, wir müssen tatsächlich das hier abschießen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das war sogar der vorletzte Schalter, den man aktivieren konnte. Der irgendwie Wasser leitet. So, jetzt ist es ultra wichtig. Ich versuche das jetzt mal, Moment. Geil, habt ihr das gesehen? Oh, war das nicht episch? So, ich dachte immer, wie kommt man da hin? Jetzt mal ohne Witz, ich dachte, wie kommt man da hin, ne? Ich glaube, wenn man springt, dann schafft man es auch nicht. Aber, jetzt passt mal auf. Das geht auch nur mit dem Zora. Da der Zora so groß ist wie der große Link, kann er da hochklettern. Ey, ich habe dafür damals sehr lang gebraucht, ne? Ich schwöre es euch. Es war so dumm. Es war einfach so dumm. Aber okay. Jetzt haben wir es geschafft. Da habe ich echt mich gewundert und gefragt, wie kommt man da hin? Eine verirrte Fee, dies ist Nummer 13. Es kann natürlich auch sein, ich bin mir nicht sicher, dass hier vielleicht irgendwo so ein unsichtbares Dingens ist, dass man sich da hochziehen kann. Es kann natürlich sein, mit Auge der Wahrheit, aber ich meine, im Lösungsbuch stand da nichts von. Alter, dass selbst der Part Überlänge bekommt, ne? Da merkt man, wie lang die, ja, die Dungeons im Endeffekt werden. So, der erste, den habe ich quasi in einem Überlängenpart abgefrühstückt. Den darauf, da brauchte ich schon zwei. Hier brauche ich schon fast drei. Oha, das war knapp. Haha, Pech gehabt. Das ist immer dieser Kick. Deswegen greife ich die nie an. Ich warte immer, bis sie kommen. So. Tatsache. Hier kommt man dann raus. Voll verpeilt. Genau, und dann musste man da rein. Weil wir beide Schalter aktiviert haben. Deswegen auch der grüne. Oder? Doch, ich meine schon. Ich meine, so war's. Doch, ich glaube schon. Gucken wir mal. Nee, Moment mal. Nee, ich habe hier beides schon aktiviert gehabt. Oh Gott, wo muss ich da nochmal hin? Das ist jetzt die Frage aller Fragen.
Ach ja, stimmt. Hier gab es ja noch zwei Eingänge. Wir sind ja den anderen gegangen. Stimmt. Und weil das ja in die eine Richtung geht, okay, dann hat sich das erübrigt. Das heißt, wir müssen nämlich jetzt hier hin. Bam. Der vorletzte Raum. So. Okay. Ach, come on. Junge, das wollte ich gar nicht. Ja, ein paar Pfeile wären nicht schlecht, ne? Gucken wir mal. Das ist auch richtig asozial. Aber... da mache ich jetzt mal was Eigenständiges. Ah, ne, Moment. Ah, dann hätte ich das von oben machen müssen. Ja, dann müssen wir das so machen. Schade, ich habe jetzt echt gedacht... ah, ich könnte... die Feenmaske aufziehen. Egal, scheiß drauf. Dann so... ja, eine verirrte Fee, dies ist Nummer 14. Und 15 ist oben gewesen, in demselben Raum. Das weiß ich noch. Geil. Da wir uns das Ganze aber, da, habt ihr gesehen? Da wir uns das Ganze aber nicht zu einfach machen, werde ich jetzt noch nicht die Feen einlösen gehen beim Bosskampf und werde den so machen. Weil sonst wäre der noch einfacher. Dabei ist er eigentlich nicht einfach, aber okay. Wir müssen uns tatsächlich hier hinstellen. Ja. Da kann man das am besten treffen. Ja, komm zu Mami. Du hast alle verirrten Feen gefunden. Bring sie rasch zu ihren Freunden, die in den gleichfarbigen Glanz erstrahlen. Ja. Werden wir. So. Endlich. Seid ihr bereit für den Bossfight? Das sprengt den Rahmen, aber scheiß drauf. Weil das wäre dann doch ein bisschen zu fies. Aber, ja. Man hat quasi schon bei der Hälfte des Dungeons den Masterschlüssel bekommen und man verwendet ihn jetzt erst. Und ich habe mich doch relativ schnell zurechtgefunden. Wenn ich bedenke, wie ich mich damals angestellt habe. Oh nein, come on. Ah. Man darf nicht zu weit nach vorne drücken. Und ich skipp dann immer so ein bisschen. Also ich schnipp. Genau, man nennt das Schnippen. Verdammt. Egal, scheiß drauf. Habe ich es deswegen nicht gerade hinbekommen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen... damals mit dem Emulator, wo ich das zum ersten Mal Let's Played habe. Und die Empfindlichkeit des Joysticks. Oh. Richtig ekelhaft. Vor allem, ich habe das ja mit einem Original N64-Controller gespielt. Und mit so einem Adapter am Computer. Und das war schon richtig ekelhaft. Manchmal hat das einfach rumgespackt. Und nee, hört auf. Ich habe es aber trotzdem durchgezogen, weil ich es einfach spielen wollte. Okay, Leute, seid ihr bereit? Wir haben zwei Feen, das heißt, es könnte knapp werden trotzdem, aber wir schauen mal. Versklavter Wächter der Meere, Georg. Ja, vor dem habe ich immer sehr viel Schiss gehabt. Ich fand auch die Kameraperspektive und so aus seiner Sicht richtig ekelhaft. Wie so ein Hai quasi, ne? Das wollten die auch, glaube ich, damit bezwecken. Man kann ihn auf zwei verschiedenen Arten irgendwie bekämpfen. Apropos, wir sind ja ziemlich tief gefallen.
ist das eine Anspielung an den Schattentempel aus Ocarina of Time. Und wir haben keinen Schaden genommen, oh mein Gott. Also, wir können ihn quasi mit den Eispfeilen treffen. Beziehungsweise auch, glaube ich, mit den normalen Pfeilen. Wir müssen aber aufpassen, weil genau das. Genau das. Er kann nämlich, Alter. Junge, so schnell hatte ich ihn gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, er ist auf jeden Fall ziemlich ekelhaft, der Typ. Ich versuche ihn auf verschiedenen Arten zu bekämpfen. Boah, der ist schon irgendwie mächtig, ne? Im Wasser sieht er gar nicht so aus. Okay, ich versuche ihn jetzt zu treffen, wenn das geht. Geil. Ich habe ihn getroffen, aber es war Fail. Das Ding ist, wenn er in dem Moment rausspringt, wenn wir Glück haben, landet er hier oben auf der Fläche. Ah. Ich habe Mist gebaut. Normalerweise habe ich ihn immer mit dem Zora bekämpft, aber weil wir es jetzt ein bisschen schwieriger gestalten, werde ich das so machen. Lol. Einfach nur lol. Es würde mich nicht wundern, wenn er schon direkt hinter uns wäre. Das Problem ist, ich sehe ihn nicht sofort. Ich würde ihn ja gerne treffen. Wo ist der? Das Problem ist, man sieht ihn auch nicht auf einer Karte, weil wir haben keine Karte von diesem Ort. Also ist schon heavy. Wo ist der? Da unten. Komm schon. Mach nochmal diesen Sprung. Komm, tu es. Ey, warum macht er den nicht? Wie kann ich das triggern, dass er das macht? Da muss doch irgendeine Technik geben. Verdammt! Ich habe ihn nicht getroffen. Ah, nervt das. Moment. Aha! Das funktioniert also. Aber dann kann man ihn nicht nochmal treffen. Toll. Und was ist hiermit? Okay. Scheinbar treffe ich ihn wirklich nur einmal und betäub ihn damit. Dann ist er ja doch eigentlich ganz easy. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm. Nein, er hat uns gepackt. Das ist die asozialste Technik, die er hat. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der macht? Habt ihr das gesehen? Kann ich ihn auch mal treffen? Aha. Dankeschön. Jawohl. Wir sollten uns Magie holen. Aber ihr seht schon, guck mal, wie viel Herzen man verloren hat bei dem. Später kommen noch asozialere Tricks von dem. Ah, das kann man auch nicht wirklich ausweichen. Also ich wüsste nicht wie. Ja. Das ist richtig asozial. Ich hasse diese Technik. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte tatsächlich keine Heilobjekte. Dann wäre ich jetzt tot. Guck mal, wie viel zieht der bitte schön ab? Voll episch, wie wir sterben. Wie so ein richtiger Zora, der im Wasser stirbt. Schnell, raus aus dem Wasser, raus aus dem Wasser. Ah, diese scheiß ekelhaften Piranha-Fische. Oh, wie die aussehen. So widerlich. Ich würde ihn am liebsten wirklich mal in der Luft treffen, ne? Ich weiß aber nicht, wie ich ihn aufspüren könnte. Nee. Wüsste ich echt nicht. Ja, so ein Dreck. So ein Dreck. So ein Dreck. Ja, nee, ist klar. Entweder schleudern die mich nach oben oder er tut es. Kann ich die nicht kaputt hauen? Ich stelle mich gerade ein bisschen doof an.
Ich hätte von Anfang an direkt nur mit Sora kämpfen können, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, damit es ein bisschen besser aussieht. Ein epischerer Kampf. Was für Möglichkeiten man so hat. Ja komm, scheiß drauf. Ich weiß echt nicht mehr, wie man ihn in der Luft trifft. Ich habe ihn mal in der Luft getroffen. Und ich glaube, das macht auch am meisten Schaden, weil dann landet der auf dem Podest und dann kann man auf ihn einschlagen. Weil ich meine, jeden Gegner, also jeden Bossgegner, kann man mit dem Schwert treffen, wenn man das nur will. Weil irgendwie muss man sich ja auch zu helfen wissen, weil wenn man im Wasser bleibt und man greift ihn so an, dann muss man ganz schnell wieder rausschwimmen, weil er macht dann diese Packattacke und die zieht so viel ab und wenn ihr keine Feen mehr habt oder dann schon Herzen verloren hattet oder so, wisst ihr, was ich meine? Deswegen. Ja, mein Herzcontainer. Georgs Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Georgs, wird er so ausgesprochen, egal, gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Hey, hör doch! Wir brauchen deine Hilfe! Wenn du dich jetzt abwendest, wird dieser Welt etwas Schreckliches zustoßen. Ihr seid die Einzigen, die dieses Unheil abwenden können. Das war es, was Tal uns sagen wollte. Helft uns unserem Freund Tja, wer ist wohl der Freund? Ich verstehe, wir sollen auch dem Letzten helfen. Dann gebt uns ein Versprechen. Auch ihr werdet uns helfen. Nun kann ich mich wieder zur Ruhe begeben. Auch ich muss den ewigen Gesetzen gehorchen. Doch werde ich durch den Schleier des Schlafes hindurch die Welt beobachten. Das Böse, das dieses Land heimsucht, ist noch nicht verschwunden, Link. Aber erst nachdem Lulus Stimme noch einmal meine Seele liebkost hat, werde ich wiedergehen. Ich glaube, die Götter werden das gestatten. Haya, 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 bubu. Schläft er jetzt wieder? Nee, ich glaube. Nee, der ist normal. Okay. Ja, und Lulu ist jetzt weg. Stimmt. Mit der musste man irgendwas machen oder beziehungsweise. Ich weiß gar nicht mehr. Wenn ich es nur noch wüsste. Egal. Der Part hat Überlänge, aber wir werden jetzt noch zu einer Stelle gehen, weil ich das abfrühstücken möchte und ich möchte jetzt nicht einen neuen Part dafür anfangen, weil ich möchte das abspeichern und dafür muss ich die Zeit zurückspulen. Darum geht es sich halt. Ich weiß auch nicht, ob man dann erst die Sache mit dem Musiker, mit dem Manager machen konnte, weil wir das jetzt, machen könnten. Es kann gut möglich sein, ist natürlich dann asozial, das heißt, ich müsste den Boss nochmal besiegen. Aber das stand da aber auch irgendwie nicht im Lösungsbuch. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es nicht so ist. Okay, so. Irgendwo war das Boot da hinten. Und dadurch sollten wir theoretisch an eine gewisse Stelle kommen können. Probieren wir es einfach mal aus.
Weil da ist jetzt bestimmt was aufgebaut worden. Ja, da hinten sind nämlich Lichter. Ja, genau, da. Geil, oder? Ich meine, vorher war das nicht da. Des Fischers springen lebendige Herausforderungen. Fahren Sie mit dem Boot zur Insel des Fischers, um genaueres zu erfahren. Ach, war das irgendwas mit Abschießen oder so? Oh Gott. Ey, der Part hat Überlänge. Der hat so hart Überlänge. Okay. Okay, dann mache ich noch einen Part. Okay, ihr habt mich überredet. Okay. Gut. Dann werde ich mir aber irgendwelche Minispiele oder so davor knöpfen im nächsten Part. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir Daumen hoch, Daumen runter. Kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt The Legend of Zelda Majora's Mask. Ihr wisst Bescheid. Haut rein.